Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, denke ich an die europäische Schule in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. So könnte man den Heinrich Heine könnte man so auch mal umdeuten. Ich frage mich, oder ich wollte eigentlich die Ministerin fragen, aber die hat ja einen wichtigen Termin und konnte deshalb nicht bis zum Ende unserer Tagung heute bleiben. Was ist nach all der langen Zeit und den vielen Verhandlungen und Gesprächen betreffend der internationalen Schule, so hieß sie am Anfang, jetzt heißt die Europäische Schule, was ist da jetzt der Stand? Und wenn ich das, Herr Wagner, ich bin noch dran. Ich versuche es zusammenzufassen, es wird nicht so schmeichelhaft sein. Ja? Der Stand ist, dass man im nächsten Jahr, nicht jetzt, im nächsten Schuljahr, dass man dann in Mallstadt mit zwei Jahrgangsklassen beginnt, mit einer, also wie viel zügig, das ist nicht gesagt, ersten Klasse und fünfte Klasse. Da frage ich mich, will man diese Schule oder will man diese Schule endlich doch nicht? Denn welche Menschen, welche Familien sind angesprochen, wenn ich eine Schule anbiete mit einer ersten Klasse Grundschule und einer ersten Klasse Gymnasium? Das ist absolut wirklichkeitsfremd. Ich weiß nicht, wo solche Schulen auf diese Art je gegründet worden sind. Also man könnte, ich will das jetzt, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit, will ich das jetzt nicht ausdehnen, aber man könnte sofort anfangen. Es ist doch, was ist denn getan worden? Weiß man schon, welche Kinder diese Schule besuchen wollen? Hat man schon mal gefragt? Weiß man, welche Lehrer in dieser Schule unterrichten wollen? Hat man schon mal bei den Lehrern nachgefragt? Das müsste doch gemacht werden. Da kann man sofort anfangen. Und ich sage es nicht aus der Theorie. Ich selber habe eine Schule gegründet und die war nach 2 Jahren voll ausgebaut. Und zur selben Zeit haben viele andere im Saarland auch Schulen gegründet im Auftrag des Staates. Und das hat überall gut geklappt. Warum erkundigt man sich nicht, wie das geklappt hat, wie das gegangen ist? So, damit will ich es belassen. Mein Appell ist, bitte sofort anfangen. Das ist ein Standortfaktor und kein weicher Standortfaktor. Die Schule, die angebotene Schule, die Ministerin ist ja nicht müde geworden, das uns auch überzeugend darzulegen, ist ganz, ganz wichtig für die Kinder, für die Familie. So, dann bieten wir bitte für die Leute, die hier an unsere Helmholtz-Institut, Uni und weiß Gott was, Fachuniversität hierher kommen und für ihre Kinder eine internationale Schule haben wollen, bieten wir die doch bitte sofort an. Dankeschön.